Ja, hallo erstmal. Da unser Mixrechner nun auch schon in der Version 2.2, also 2.2 aktuell erhältlich ist und nun schon doch schon in den letzten Jahren einige Veränderungen erlebt hat, dachte ich mir, es ist mal wieder an der Zeit, mal ein kleines Tutorial zu machen, wo auch gerade die Leute, die vielleicht noch nicht so die Erfahrung mit unserem Mixrechner haben, vielleicht mal eine kurze Einweisung kriegen. Also wirklich nur ganz kurz gehalten, wenn da natürlich Interesse besteht, dass man da nochmal detaillierter auf gewisse Sachen eingeht, dann kann man das natürlich auch mal gerne in separaten Videos machen. Grundsätzlich vielleicht mal kurz unser Mixrechner. Also er ist absolut privat und kostenlos entwickelt worden. Ja, also er steht euch auch kostenlos zum Download zur Verfügung. Ihr findet ihn oder ihr findet uns im Internet unter projekt-q.org. Dort findet ihr unsere Webpräsenz. Wir sind auch auf Facebook vertreten. Dort findet ihr uns auch unter Projekt-Q, wenn ihr mal sucht. Dort könnt ihr auch gerne uns Fragen stellen. Wir haben eine eigene Facebook-Gruppe, wo wir jederzeit bereit sind, gerne Fragen zu beantworten, wo wir über jedes Feedback dankbar sind. Und ja, kann ich euch ja vielleicht nachher noch kurz ans Herz legen. Okay, grundsätzlich erstmal den Mixrechner findet ihr hier im Bereich Mixrechner unter Downloads. Und wie gesagt, aktuell ist die Version 2.2. Ne, hier stehen so ein paar Hinweise. Wie gesagt, vorweg erstmal ein paar Virenscanner melden. Habe ich so die Erfahrung gemacht, dass da angeblich ein Virus drin sein soll. Also nein, braucht ihr keine Sorge haben. Das liegt wirklich daran, das ist von Virenscanner zu Virenscanner unterschiedlich. Ich habe selber Virenscanner zu laufen. Unsere Programme sind sauber. Da braucht ihr keine Sorge haben. Vielleicht kurz mal zu den Hauptmerkmalen. Unser Mixrechner ist ein eigenständiges Programm. Wir brauchen keine Excel-Installation im Hintergrund. Wir brauchen keine SQL-Datenbank, die installiert wurde. Das Programm läuft so, wie es ist. Integriert sind 384 Zutaten von sieben verschiedenen Lieferanten. Derzeit, wir haben in Planung noch den einen oder anderen Lieferanten mit mehr noch mit aufzunehmen. Dort laufen gerade Gespräche und unser Jan ist auch schon dabei, das umzusetzen. Ja, grundsätzlich erstmal, das Programm ist eigentlich ein Windows-Programm. Ist für Windows entwickelt worden. Ihr könnt es aber auch unter einem Linux-System laufen und auch unter macOS und zwar mit einem Programm, das heißt Wine oder auf Deutsch Wine. Wie seht ihr das? Wine. Und dieses Programm emuliert halt ein Windows-System, sage ich mal, wodurch eben die Windows-Programme auch unter Linux-Systemen laufen. Gut, wenn ihr hier auf Download klickt, ihr könnt den Mixrechner komplett mit Datenbank downloaden oder ihr könnt nur die Datenbank downloaden. Wenn ihr ihn downloadet, bekommt ihr eine Datei, die heißt mixrechner.zip. Die könnt ihr mit einem Standardpacker einfach entpacken. Und dort drinnen befindet sich ein Ordner der Projekt QMix Rechner Version 2.2 Ordner. Den habe ich hier schon mal entpackt und auf den Desktop gelegt. Gucken wir mal rein. Was finden wir hier? Im Ordner finden wir hier erstmal ganz wichtig Projekt QMix Rechner.exe. Das ist das Programm, das eigenständige selbst. Programm selbst. Wir haben eine Options in die Datei, dort werden programmspezifische Optionen einfach abgelegt. Könnt ihr vernachlässigen, ist nicht weiter interessant. Ihr habt den Ordner Beispielmixe, dort sind erstmal drei Mixe drin, drei Beispielmixe. Ihr habt den Ordner Datenbank, hier findet ihr die einzelnen Datenbanken, also die einzelnen Lieferanten jeweils einzeln oder als Lieferanten alle Datenbankdatei, die wir auch standardmäßig geladen haben im Mixrechner. Gut, machen wir einen Doppelklick und führen das Programm mal aus. Zack, dort ist er. Vielleicht mal erstmal zur Oberfläche selber. Ja. Hier oben ist das Menü, ne, wo man eben Mix öffnen kann. Eine Art Historie sieht man hier. Die habe ich jetzt erst gelöscht, deswegen ist die leer, aber sonst würdet ihr hier da rechts daneben eben sehen, welche Mix ihr als letztes geladen habt. Ihr könnt das Programm hier beenden. Unter Einstellungen habt ihr die Möglichkeit, die Historie zu löschen. Das ist das Besagte, was ich eben vor kurzem gemacht habe. Deswegen da war auch nichts drin. Hier drüben, per Letzt geöffnet. Und ihr habt hier unter Optionen die Einstellungen, verschiedene Optionen vorzunehmen. Also erstmal welche Datenbank
wird hier benutzt. Ne? Man kann die auch ändern. Der Datenbank, wenn man hier eine andere haben will. Wir haben hier einen Preis für den Rollservice. Dort haben wir einen Preis von 2,90 € erstmal angegeben. Das ist so ein Durchschnittswert, der aktuell jetzt zum Zeitpunkt des Videos eigentlich die Regel entspricht. Irgendwo nehmen alle Hersteller einen ähnlichen Preis, aber den könnt ihr hier selber anpassen. Hier habt ihr den Faktor, wenn ihr wissen wollt, wie viel Bodies kriege ich denn aus meinem Mix raus. Also wenn ich meinetwegen ein Kilo Mix habe und mit 10 Eier arbeite, dann komme ich vielleicht so auf 1,4 bis 1,5 Kilo Boilies. Und das ist eben dieser Faktor, den er eben für die Berechnung anzieht. Ich habe jetzt einen Faktor von 1,5 genommen. Der entspricht in der Regel für unsere Mixer ist der, sage ich mal, ziemlich naheliegend. So, dann habt ihr hier ein Optionsfeld für Hinweise. Also wir haben hier verschiedene Schwellwerte, die einfach im Hintergrund überwacht werden. Während ihr den Mix jetzt, sag ich mal, erstellt, überwacht der Mixrechner automatisch, ob die Wasserlöslichkeit, Protein, Fett oder Kohlenhydrat-Schwellwerte, die hier eingestellt sind, überschritten werden und blendet euch dann eben ein entsprechendes Hinweisbanner hier oben ein. Das wird man nachher auch nochmal sehen. So, hier, und hier drüben haben wir nochmal, man kann das eben abwählen und auch, wenn man es gar nicht haben will, ne, oder eben auch hinzufügen. Hier haben wir eben die Nährwerte der Eier. Man kann die, wenn man sie mit einberechnet haben will, muss der Haken gesetzt sein. Ansonsten, wenn man den Haken rausnimmt, werden die Nährwerte einfach vernachlässigt. Das sind jetzt Nährwerte, Durchschnittsnährwerte, die wir hier einfach angegeben haben. Es ist natürlich unterschiedlich, wie groß jedes Ei ist, ja. Aber ich sag mal, für eine durchschnittliche Kalkulation ist das schon mal ganz, ganz okay so. Gut. Hier in dem Bereich wird unser Mix kreiert, ja, in der Zutatenliste. Man kann über hinzufügen, eben die entsprechenden Zutaten hinzufügen. Man kann einzelne Zeilen löschen, wenn man sagt, okay, man hat hier eine Zutat, die will man doch nicht mehr drin haben, kann man die rauslöschen, indem man die anklickt und auf Zeile löschen geht. Man kann auch den ganzen Mix wieder leer machen. Hier drunter sieht man ein kleines Feld für die Kalkulation, die einfach live, während man den Mix ändert, werden hier die Werte schon mal live abgebildet. Ja? Also wie viel Prozent ich momentan von dem Mix vergeben habe. Wenn ich den Mix halt fertig habe, sollten hier halt auch 100% rauskommen. Man sieht den Proteinanteil, den Fettanteil, Kohlenhydratanteil und die Löslichkeit sieht man dann hier auch. Und man sieht auch erstmal die Mixkosten. Hier unten gibt es ein Feld mit Zusatzinfos. Man kann den Namen vergeben, wann hat man den Mix erstellt, wie viele Eier ich für den Mix brauche und welche Menge ich kalkulieren lassen will, ob ich einen Rollservice nutzen will oder nicht und ein Feld für Bemerkungen. Berechnen. Zeige ich euch dann gleich. Dort wird dann eben die Menge der einzelnen Zutaten berechnet, je nach Menge des Mixes, wie ich haben will. Man kann den Mix speichern und laden. Gut, fangen wir mal an. Mal ganz schnell, weil mein Akku hält hier nicht mehr lange durch. Mal hinzufügen. Ich sortiere mir mal hier die Brücken. Also wenn man hier oben, man sieht dann hier erstmal grundsätzlich hier, wenn man auf Zufügen klickt, kommt hier meine Datenbank halt hoch. In dem Fall halt die 384 Datensätze der Lieferanten, alle Datenbank. Und ich kann hier, wenn ich auf die Reiter hier oben klicke, kann ich eben auch sortieren. Ich will hier die Gruppen sortieren oder hier alphabetisch sortieren. Ich mache jetzt mal hier alphabetisch und suche mir jetzt mal ein bisschen was zusammen hier. Und zwar fangen wir mal an mit LT-Fischmehl. Jetzt bitte nicht darauf achten, das ist jetzt einfach wirklich 0815 Mix, egal von welchem Hersteller. Es soll nur dabei als Beispiel dienen. Hier habe ich auch gleich Maismehl, nehme ich gleich mal mit rein. Dann nehme ich hier mal, ich muss mich beeilen, mein Akku ist gleich alle. Ein Sojamehl-Vollfett nehme ich mit rein. Dann nehme ich mal ein Hartweizengrieß rein. Dann habe ich jetzt hier FGH. Hartweizengrieß mit rein. Dann nehme ich mal prädigestet Fischmehl mit rein. Und ich nehme mal ein Eckalbumin noch mit rein. So, ABCDEFG, Eckalbumin. So, das soll jetzt erstmal reichen. Wie gesagt, hinzufügen kann ich entweder, wenn ich hier aufs Plus drücke, ja, dann sieht man hier oben ist hinzugefügt worden, oder ich kann auch durch einen Doppelklick Sachen hinzufügen. Ich kann es mir auch leichter machen, kann hier filtern, meinetwegen ich will jetzt nur Fischmehle angezeigt bekommen, dann filtere ich hier, dann zeigt er mir nur die Gruppe Fischmehle an mit den einzelnen Zutaten, die da eben unter dieser Gruppe hinterlegt wurden. Gut, hier habe ich jetzt zu viel gemacht, gleich mal als Beispiel, wie es funktioniert. Ich kann die anklicken und kann sagen, Zeile löschen und dann ist es eben raus. So, fangen wir mal an. Wenn ich hier reinklicke, als erstes Feld, kann ich die Prozente eingeben. Beispiel Fischmehl will ich 30% haben. Sobald ich die Enter-Taste betätige, springe ich automatisch in die nächste Zeile, Maismehl, und kann hier automatisch weitermachen. Maismehl 15%. So,
Sojamehl 20%, Hartweizenmehl 15%, Frischmehl 10%. Jetzt sehe ich schon, ich bin bei 90%. Eggalbumin will ich plus 4% haben. Das heißt, mir fehlen noch 6%. Also teile ich die jetzt auf, mache ich eben 20% Maismehl, fehlt mir immer noch 1%. Nimm das eben mal meinetwegen mit hier rein. So. Unser Mix ist fertig. Ich bekomme hier oben auch gleich den Hinweis: Protein und Fett. Achtung, schaltet auch um. Ja, Protein sollte 40% nicht überschreiten. Ist passiert, 43%. Fettanteil sollte 10% nicht überschreiben. Ist genau bei 10%, deswegen sehe ich halt hier auch schon den Hinweis. Gut, ich kann jetzt dem Mix einen Namen geben. Sagen wir mal Fischmehl. Mix von heute. Ich brauche 10 Eier als Beispiel pro Kilo Mix und will 17 Kilo Mix berechnen lassen. Und ich möchte ihn rollen lassen, weil ich es nicht selber machen kann, will aber das von irgendeinem Hersteller rollen lassen und gehe jetzt auf Berechnen. Komme ich auf eine neue Seite und sehe eben, dass mein Akku gleich alle ist und ich langsam Panik kriege. Also nochmal ganz schnell durchrattern. Hier oben sehe ich den Namen, Datum. Ich sehe mein Mix, mein nicht gerollter Mix, also nur der Trockenmix selber, kostet mich 6,48 Euro. Dazu der Rollservice pro Kilo und in Summe macht das 110,16 Euro für die 17 Kilo inklusive Rollservice. Der letztendliche Kilopreis des Boilies wird bei 4,32 Euro ungefähr sein, circa, deswegen auch circa. Ja. Und ich sehe eben, dass ich bei 17 Kilo Mix ungefähr 25,5 Kilo Boilies erhalte. Hier unten sehe ich eben auch für 17 Kilo Mix brauche ich eben die genauen Grammmengen der einzelnen Zutaten. Das ist hier gleich aufgeschlüsselt. Ich sehe, wie viele Eier es sind und sehe rechts die Nährwerte inklusive Ei, die ich habe. Ich kann auf Drucken gehen und kann den Mix drucken, wenn ich will, und in meine Garage gehen und rollen. Oder auch nicht. Gut. Entschuldigung, dass es jetzt ein bisschen durchgerattert klingt, aber ich habe jetzt schon versucht, zwei Videos vorher zu machen, die mir nicht so zugesagt haben. Und jetzt ist mein Akku einfach alle und jetzt reicht es auch. Also, wie gesagt, kommt gerne auf unsere Facebook-Seite, gebt uns gerne Feedback, wenn ihr Fehler feststellt, wenn ihr Fragen habt. Wir sind jederzeit gerne bereit, euch zu helfen. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal detaillierter auf meinetwegen den Datenbank-Editor eingehe oder irgendwelche anderen Sachen noch mal genau erkläre, kann ich das gerne tun. Meldet euch, sagt Bescheid. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß mit dem Mixrechner.